Ich bin gekommen, dich zu holen. Ich habe kein Taxi bestellt. Ich bin der Sensenmann. Sieh, wir haben einen Rentner, der unseren Pfarrgarten mäht. Ich bin der Tod. Sind Sie wirklich sicher, dass Sie hier richtig sind? Das Seniorenheim ist nebenan. Ich kenne den Weg dorthin. Ich komme zu dir, Hermann Müller. Bin tatsächlich ich. Wissen Sie, ich habe mir gerade einen Tee gekocht. Wollen Sie vielleicht einen Tee haben? Oder Sie sind ja nur Haut und Knochen. Also Haut weniger. Vielleicht einen Keks? Kekse. Ja, bitte. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es ganz schön schwierig ist, was Sie so machen. Da ist ja nichts Schönes dabei. Da geht's ja nur um den Tod. Genau, den Tod. Da können wir fast ein bisschen depressiv werden. Es ist meine Aufgabe, der Tod zu sein. Und haben Sie auch mal frei? Weil gestorben wird ja eigentlich immer. Ich bin immer der Tod. Und da haben Sie nie frei. Und wie lange machen Sie das schon? Seit Anbeginn des Universums. Und da haben Sie nie frei gehabt? Wissen Sie, was Sie jetzt machen? Sie feiern Überstunden ab. Ja, Sie haben bestimmt 2000, 3000 Jahre Überstunden angesammelt und die feiern Sie jetzt ab. Also dann, tschüss. Du kommst mit, Hermann Müller. Oder vielleicht doch noch einen Keks? Keks. Und was machen Sie so den ganzen Tag? Ich bringe die Seelen in die Ewigkeit. Das ist ja super, dass ich Sie da habe. Sie können mir ja jetzt helfen, meine Beerdigung zu schreiben. Ich sage immer, geleite Sie durchs Dunkel des Todes zum Licht des ewigen Lebens. Kann man das so sagen? Naja, ist es da finster, wo Sie die Verstorbenen durchbringen und hell, wo Sie sie abgeben? Hell schon. Und die Ewigkeit, ist es da schön? Ich sage immer, da wird kein Leid mehr sein, kein Geschrei, kein Schmerz. Ich bringe die Seelen nur bis zur Ewigkeit. Sie dürfen selber nicht rein. Das wird mich jetzt ganz schön ärgern. Und der Jesus, kennen Sie eigentlich den Jesus? Wie ist denn der so? Jesus? Spüre ich da ein bisschen Ärger bei Ihnen? Der Typ hat ganz schön genervt. Erst wollte er in die Ewigkeit, dann wollte er wieder zurück, dann wieder hin. Ich bin doch keine Straßenbahn. Ja, ich spüre da einen gewissen Ärger in Ihnen. Lassen Sie das mal raus, ja? Die Leute mögen mich einfach nicht. Ach, sehe ich da ein Tränchen bei Ihnen? Ich bin nicht sehr beliebt bei den Menschen. Und ich muss immer der Tod sein. Dabei hätte ich auch gern mal ein Hobby. Basteln zum Beispiel. Oder in den Zirkus gehen. Aber ich muss immer der Tod sein. Sie hätten also gern mehr Zeit für sich. Ja, ich muss gehen. Oh. Ja, also dann. Tschüss, ja. Ich habe vergessen, dich mitzunehmen, Hermann Müller. Jetzt,
Woran soll ich denn überhaupt gestorben sein? Herzinfarkt. So viel arbeite ich jetzt auch nicht. Du bist 87 und stirbst an einem Herzinfarkt. Schau mich doch mal an. Ich bin 53 und es blühende Leben. Du hast aber gearbeitet, als wärst du schon 87, 65 Stunden die Woche. Das sage ich immer meiner Gemeinde. In Wirklichkeit arbeite ich ein bisschen weniger. Und wie viel hast du eigentlich gearbeitet? 55 Stunden die Woche. 45 Stunden die Woche. An Weihnachten vielleicht und sonst. 35, aber maximal 35 Stunden die Woche. Ja, okay? Dann rechne ich nochmal nach. 5, 1 im Sinn, das sind 17 Jahre hast du erst gearbeitet, Hermann Müller. In 34 Jahren komme ich wieder. Ja, danke. Ich verspreche auch nicht so fleißig zu sein. Also, tschüss. Ich bevorzuge Auf Wiedersehen. Naja, aber wenigstens weiß ich jetzt, was ich für meine Beerdigung schreiben soll. Nach dem Tod werden wir geleitet ins ewige Leben. Auch das hat sich einer verrechnet.